Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Diablo 25 und wir machen uns jetzt mal hier wieder auf den Weg. Ich dachte, wir wären bei 2. Nee. Du hast vergessen mitzuzählen. Achso, hoch, runter, links, rechts. Ja, ja. Links, rechts, geradeaus. Links, rechts, geradeaus. Da ist wütend. Der ist so wütend. Der biegt dich in zwei. So, leere Kreatur. Hauen wir dich mal weg. Leere Kreatur. Mhm. Vielleicht sollten wir ihn dann abfüllen. Kämpft er wahrscheinlich noch schlechter. Ja. Gift. Gift. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Und gucke, was so droppt. Höhö, Rüstungsständer. Noch irgendwas? Rüstungsständer. Du kennst bestimmt, wie heißen sie? Feuerschwanz? Ja. Obwohl ich eigentlich mit diesem Mittelalterzeug nicht allzu viel anfangen kann. Ja, Feuerschwanz. Ja, wie gesagt, ich kenn's halt. Ich war auch irgendwann mal auf dem MPS gewesen vor 2 Jahren, plus minus. Ja, ich möchte gerne wieder aufs Drachen, also endlich aufs Drachenfest. Hm. Obwohl ich eigentlich auch schon angeplant hatte, auf jeden Fall wieder auf die Gamescon zu gehen. Ja, ich überlege ja mal, ich glaube, ich mache es einfach so, von wegen, ich stelle einen Schlafplatz für die Leute und die bezahlen mir dann die Tickets. Ja, bei uns ist so ein Kumpel, wohnt in Bochum. Hm. Und da, von da aus kannst du dir einfach mit dem Gamescon-Ticket fahren. Ja, ja, genau. Und dann krieg ich das einen. Jetzt dieses Jahr letztes Jahr mit dem Kumpel und davor auch, und dann haben wir ihm halt einfach Kleinigkeit bezahlt, so. Ja. Nee, ich habe von Sorg halt dann die Tickets gekriegt, weil bei ihm halt noch eine Freundin abgesprungen ist. Mhm. Oder ob sie halt irgendwie keine Zeit hat und die Tickets waren eh da, mein Dörr kommen, bevor sie jetzt wegkommen. Also ich glaube, ich habe einen Tag von den 4 Tagen, wo ich war, habe ich bezahlt. Ja, das ist richtig so. Ja. Ist gut. Ich habe halt 3 Tage. Ich will auch wieder hin, weil das cool ist, wenn du da jemanden hast, der auf der Ecke wohnt, ist das natürlich ein relativ günstiger Urlaub, ne? Eben, genau. So, Deckard. Wo ist er denn? Ach, da unten. Mit diesem Horadrim-Würfel habt ihr einen wahren Schatz in eurem Besitz. Den Legenden der Horadrim zufolge kann der Würfel einen Horadrim-Stab zusammenfügen. Um es zu bewerkstelligen, benutzt den Würfel wie eine Schriftrolle. Wenn sich der Würfel auftut, müsst ihr beide Teile des Stabes darin platzieren und die Verwandlungskraft des Würfels nutzen. Es wird euch freuen zu hören, dass der Würfel noch andere alchemistische Fähigkeiten besitzt. Legt 5 Edelsteine desselben Typs und derselben Qualität hinein und ihr könnt sie in einen Edelstein der nächst höheren Qualität. Schön, euch zu sehen. Jetzt bei Flint's Mega Nigger Store. Ja, ich habe aus Versehen abgebrochen. Er labert einfach nur, wie der Batteriewürfel funktioniert: mit tue 2 Sachen rein und dann passiert das und das. Dann kann ich es aber gerade mal ausprobieren. So, verwandeln. Hey, das sind doch ledierte. Hier, komm, mach. Es sind übrigens 3 und nicht 5. Ich dachte nämlich gerade, 5 war irgendwie ein bisschen viel. Ja, er sagt noch 5. Ja, ja. Es sind aber 3. Schade, mit Tränken geht's aber nicht. Nee. Aber dann mache ich mir gerade mal meine Edelsteine noch fix. Zu besseren. Fixen. Genau. Gefixte Edelsteine. Das hast du aber gefickt eingeschädelt. Oh ja. Mehr grünes Juwel der Fröhlichkeit.
Plus, plus 3 zum minimalen Schaden und Giftwiderstand plus 15. So, kann ich die Äxte jetzt nehmen? Nee. Brauche ich denn dafür? 37, 37. Ich hab 37, 49. Aber wahrscheinlich kriege ich durch die Äxte dann wieder stärker abgezogen. Guck mal, ich bin golden. No. Oh, ich voll bin wertvoll. Goldfarben. Ich bin goldfarben. Hui, ich sitze in der Sonne. Ich bin Edward. Hui. Moment. Das ist nicht so, worauf man großartig stolz sein kann, oder? Nee, nicht wirklich. So, verkaufen. So. Das hier noch dazu. Gibt's hier noch was Schönes? Erzählt mir eure Sorgen. Irgendwie nicht. Langweilig. Erzählt mir eure Sorgen. Toll. Wer sagt das denn? Sie gerade zu mir. Frag und lernt. Ich geh Page mal wieder beleben. Was soll ich sonst mit meinem ganzen Geld machen? Es ist alles voller Scheiße. Die Wände. Du bist, die Decke. Wird's, glaube ich, einfach so der Running alles Gag. Alles voller Scheiße. Ich muss mal gerade gucken, ob ich für die. Nicht sterben. Ich weiß gar nicht, warum ich darüber gerade so lachen muss. Es ist alles voller Scheiß. Mein Auto. Alles voller Scheiß. Dein Auto ist scheiße. Ich hab noch nicht mal ein Auto. Ja, siehst du? Scheiße. Da ist auch irgendwie die Szene, wo er in irgendwas vollgetaucht ist und der läuft dann gegen das Auto in Dumm und Dümmer von dem einen, der scheiß aus. Schau dir das an, mein Auto. Es ist alles voller Scheiße. Oh Gott. Das ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Ah. Ah, Mann, ey. So, jetzt habe ich Page mal einen etwas besseren Panzer gegeben. Die Innenseite des Panzers. Sie ist voller Scheiß. Ich bade mich darin. Mein Söldner voller Scheiße. Oh Mann. Boah, es tut immer so weh. Also das Lachen. Ja, meinem Gehirn auch. Das ist auch voller Scheiße. Ja, jetzt schon. Ah, tut mir leid. Ich weiß auch gar nicht, was da in mich fährt. Aber auf irgendeine völlig abstruse Weise finde ich das gerade eigentlich unheimlich lustig. Mhm. Merke ich schon. Ah ja, Wurmgruft. Da sollen wir nach dem Schaft suchen. Es gibt nichts, das man mit dem richtigen so Elixier gesagt oder Trank nicht haben kann. Entschuldigung. Ich überlege gerade, wie wir da am schnellsten hinkommen. Willst du meine Antwort hören? Zum Schaft? Nee, bitte nicht. Das ist alles toller Scheiß. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, ich habe noch das Town Portal offen, aber da müssen wir erst durch die ganze Grube wieder rausrennen. Aber ich tendiere dazu zu sagen, dass das schneller ist. Fuck, ich bin schon durch. Als ich habe es hier neu aufgemacht. Gut. Als wenn wir komplett.
Denke ich auch. Ich wollte gerade sagen, wenn du noch kurz wartest, bin ich gleich schon draußen. Nope. Nope, ich warte nicht. Ich mag nicht auf dich warten. Ich mag nicht. Ich muss das einfach mal bringen. Ich muss mir irgendeine aufreißen und dann zu ihr sagen, ich mag nicht. Das wäre aber voll fies irgendwie auch. Hat das sehen, wie irgendwie Rumpel und Sarah haben mal bei irgendeinem Let's Play erzählt, dass der eine halt, oder ein Kumpel von Rumpel, glaube ich mal, mit einem Mädel unterwegs war und dann war er halt kurz vorm Kommen, haben sie halt überlegt gehabt und ob sie halt Pille nimmt und so und hat sie dann gemeint so, ja, kann ich ruhig Nei laufen lassen. Und dann hat er gemeint so, war bei ihm alles vorbei. Kannst Nei laufen lassen. Da würde ich sich bei mir aber auch einfach alles zusammenziehen. Das wären aber so Stories, die ich jetzt nicht unbedingt im Video erzählen würde. Tja. Es war ja ein Kumpel von ihm. Ja, okay, gut, das ist auch wieder was anderes. Genau. Die kann man ja ruhig diffamieren. Ja, richtig so. Solange man sie nicht fermentiert, ist alles in Ordnung. Leben wieder auffüllen plus 5. Hm. Ja, dann kriegst du immer Leben zurück. Ja. Oh, Level. Das habe ich bei Evolve gerne benutzt. Passiv Lebensrack. Ist geil. So, weg, ihr Viecher. Ich kann Nei laufen lassen, ist aber alles von der Scheiße. Wo wir wieder beim Analsex wären. Dazu kann ich auch eine Story vom Kumpel erzählen. Vom Analsex? Nee, ja gut, da könnte ich eine Story aus Dr. Sommer oder so erzählen. Aha. Also die ist nicht von mir, die habe ich nur im Internet gelesen. Schade. Ich kann das auch nur aus... Ah, hier ist die ferne Oase. Hier müsste das doch sein. Ah ja, gut. Mhm. Jo. Dingsbums. Bei Badfiction. Du weißt, was Fanfiction ist? Ja. Ja, es gibt da ja die guten Badfics. Und da gibt's eine, wo Sirius Black, also aus Harry Potter, welcher dir sicher geläufig ist, ja, von irgend so einem komischen Vieh erstmal Drillinge empfängt. Hm. Von einem Dämon. Und man denkt sich so... der Kuschelhöcke. Das ist einfach... Das kann man nicht in Worte zusammenfassen. Das ist zu schrecklich. Ja. Muss halt auch mal sein. Nee, muss echt nicht sein. Nee. Weißt du, ich hab in dem Bereich als Hobby sogar eigentlich für alles Verständnis fast. Wenn du sagst so, du stehst jetzt irgendwie auf jemanden und du schreibst halt dich selbst rein und schreibst so eine... Ja, klar. Du schreibst jetzt so deine erotische Geschichte damit, ne? Dann sag ich so, okay, man muss es ja eigentlich nicht hochladen oder so schreiben, aber das ist irgendwie noch harmlos so. Das kann ich nachvollziehen. Das finde ich auch nicht schlimm so. Aber dann gibt es so Geschichten, die liest du und denkst dir die ganze Zeit so... So, was zur Hölle ist eigentlich bei dir falsch gelaufen beim Schreiben? Ja, irgendwie. Ja. Also diese was es gibt, mit, dass die immer dann den, keine Ahnung, Gronkh abkriegen oder Sarrazar oder Rumpel oder so. Ja. Oder Sarrazar und Rumpel zusammenkommen. Oder Sarrazar und Gronkh, der gute Valerik. Ist halt so, das lese ich mittlerweile und denke, am Anfang dachte ich noch so, Mann, das ist dämlich. Mittlerweile, wenn ich sowas überlese, weil ich gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Schwachsinn überlesen will, dann ist das immer noch nur noch so ein Fall von, ja mei. Hm. Aber ich glaube, das ist auch, ich weiß, also generell scheint es bei diesen Fanfics oft so einen homoerotischen Unterton zu haben. Ja, also gibt es ja auch von Sherlock und Watson jede Menge, obwohl das wohl scheinbar da auch, ich habe die Bücher nicht gelesen. Aber eine Freundin von mir sagt, dass halt da schon die Bücher schon an sich selber so einen leichten homoerotischen Beziehung zwischen Watson und Sherlock halt darlegen. Von daher. Ist das gut gemacht, ist das ja auch völlig in Ordnung. Das Problem ist, die meisten sind eigentlich schlecht. Ja gut, das ist halt. Zum Beispiel, es gibt nicht umsonst den Begriff Homophobia Köln, weil.
die sich nie trauen zu outen, weil sie immer denken, das wäre so das Schlimmste, was sie tun können. Und dann verlieren sie alle ihre Freunde und keiner mag sie mehr. Hier ist der Wegpunkt bei mir. Ah, okay. Wir haben ungefähr alle Wegpunkte bis jetzt ausgelassen. Stimmt. Ich warte mal hier dann. Ja, ich komm. Sowas halt, ne? Zum Beispiel, wo du dir denkst, so, ja, ich lese zum Beispiel gerade, oder ich verreise auch eine über Whitey. Und das ist wirklich nicht schlimm. Also, da habe ich der Autorin auch schon meine Meinung mal gegeigt. Und hat auch gesagt, dass ich die Geschichte ziemlich kacke finde. Und zwar nicht nur, weil die jetzt zusammen sind und das so eine blöde Romanze ist, sondern weil es so eine das ist so eine Eskalationsstory, nenne ich das mal. Das Problem ist, dass sie halt keine richtige Handlung hat oder Spannung oder Charaktere, aber sie hat halt immer schlimmeres Drama drin. Also ist das Drama, was da passiert, wird halt immer döller. Zum Beispiel war die letzte Szene, die ich jetzt selbst gemacht habe, ich müsste eigentlich mal weitermachen, hat der eine von beiden Luftröhrenschnitt bekommen, weil er wegen Drogen und Überdosis. Und wenn du dann das liest und dann so die Zeiten raufguckst, war das einen Tag vorher. Und das wirkt halt so richtig so, oh, das ist nicht dramatisch genug, ich muss das jetzt noch reinschmeißen. Und dann sitzt du so daneben, liest das und denkst, oh, na, eigentlich ist das überhaupt nicht Not, dass es drin ist. So, die Szene ist so, okay, na, ist schon nicht gut geworden, es übertreibt es halt so. Hier ist Wurmgruft. Ja, dann rein da. Ja, ich glaube, ab ins Wurmloch. Jetzt wird's übel, ja. Ja, ich hasse das Ding auch. Irgendjemand muss immer vorgehen, ne? Ja. Ja, dann lass. Ich hab ja mehr Leben als du. Lass mich mal vorgehen, aber ich kann mich hinter die Skelette verstecken. Dann musst du da schon weggehen. Das Ding dürfte jetzt Platz sein. Normalerweise kann man in den Kurven überholen. Nee, irgendwie. Doch. Na? Ich bin schon hinter dir. Bei mir nicht. Ich bin hinter dir, weit, weit hinter dir. Nee, komm, dann lauf einfach vor, da ist es. Ich glaube, nachher müsste ja wieder ein jetzt etwas breiterer Gang sein. Ja. Au. Ich hau ihn ab, da kannst du das Skelett vorlassen. Dann haben wir Pufferzone. Genau. Skelettpuffer. Genau. Solange wir nicht im Skelettpuff sind. Ich glaube, das tut irgendwann weh. Es tut allein schon geistig weh, der Witz. Ja. Jedenfalls, diese Geschichte ist halt echt richtig. Also es ist auch schlecht, so wie sie geschrieben ist. Ist eigentlich okay, aber. Ja, und teilweise gibt es ja, glaube ich, die Geschichte auch einfach, weil sie denen halt einen reinwürgen wollen. Dass sie halt dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche abstruse Scheiße da dann reinbasteln. Ja, also da gibt es echt. Aber es ist halt Internet. Sachen, ja, aber manche Sachen würde ich, wenn ich da drin wäre, das sperren lassen. Ja. Und das sind nicht gerade wie. Es sind nicht viele, das muss man auch ehrlich sein. Die meisten hake ich ab und da, das ist irgendein jüngeres Mädchen, was dann. Du musst schon da mitnehmen. Jaja, ich wollte nicht gerade mitten reinlaufen. Hake ich halt ab und da irgendein Mädchen, was halt, ne? Ja. Sind auch meist, aber das eine, was ich zum Beispiel bei Verreiß mich lese, das ist eine Harry Potter Geschichte. Und die ist echt wirklich übel. Also da wenn das Fleck dann irgendwie Drillinge gebiert und all so ein Scheiß. Und wo Harry Potter dann Originalzitat irgendein Mensch-Dämon-Elben-Mix ist. Man achte auf die Wortwahl mit Mix. Wie man es zu Hunden sagt. Felsbogen legt Eier. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, wir haben ja die Skelette. Eben, und da fallen. Stehen bleiben alle, das ist total ätzend. Ihr seid so dumm. Oh Gott. Was denn? Viele Gegner und sogar noch ein Unique. Ach du Kacke.
Skelette nach vorne. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Folgenstopp und dann schauen wir in der nächsten Folge mal weiter, ob wir dann hier noch einigermaßen durchkommen. Ich hasse dieses Level. Ja. Es ist echt so zum Kotzen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.